Herzlich willkommen zum ersten Börsencocktail der F&W im Jahr 2023. Mein Name ist Sylvia Walter und ich bin Redaktorin im Ressort Märkte. Ja, einige Zuschauer muss ich womöglich gleich zu Beginn enttäuschen. Denn heute gibt es keine Aktientipps von mir. Unsere Leser haben wir in unserer Jahresendausgabe und online über die Festtage mit 50 Anlagetipps bereits beschenkt. Die potenzielle Enttäuschung wird sich jetzt sehr schnell verflüchtigen. Denn es geht heute um des Schweizers zweitliebstes Kind nach dem Gold. Denn es geht ums Betongold, sprich um den Immobilienmarkt. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Donato Sconamiglio. Guten Tag. Guten Tag, freut mich sehr, Sie hier zu haben. Herr Sconamiglio, Chef und Mitgründer der Immobilienberatungsfirma IAZI in Zürich und ist Dozent und Titularprofessor an der Uni Bern. Wollen wir gleich loslegen? Ja, Immobilien sind immer ein Thema, das mich interessiert. Also von dem her schießen Sie los, was möchten Sie wissen? Also zuerst möchte ich wissen, Sie haben an einem unserer Foren im vergangenen Jahr den Zins als Sensenmann bezeichnet. Mhm. Das heißt, wenn der Zins stark ansteigt, so sollte das wohl interpretiert werden, würde die Immobilienbranche oder die Immobilienpreise stark unter Druck geraten. Jetzt passiert das aber noch überhaupt nicht. Im Gegenteil, Ihre IAZI-Indizes zeigen ja, dass auch im dritten Quartal die Preise für Wohneigentum einigermaßen stark angestiegen sind. Was läuft da? Wann kommt jetzt diese Krise? Ja, also effektiv, wenn die Zinsen natürlich steigen, sind die Cashflow weniger wert. Das ist nicht etwas Neues. Das sehen Sie bei den Aktien, das sehen Sie bei den Obligationen ganz stark. Und das werden wir auch bei den Renditeliegenschaften schon bald sehen. Was Sie beachten müssen, ist bei all diesen Indizes, die haben einen Timelag. Also das sind die Daten, die man auswertet, ähnlich wie beim Referenzzinssatz, der basiert ja noch auf Daten Ende September. Und das heißt nicht, dass die Zinsen nicht gestiegen sind, nur weil der Index noch nicht reagiert hat. Also wir haben jetzt 20 Jahre oder mehr einen Aufwärtstrend, sind jetzt an einem Wendepunkt und wir werden vielleicht schon in einem Quartal diese Korrekturen sehen. Das werten wir auch aus. Die Indizes werden aber noch eine gewisse Zeit steigen. Also konkret, es ist keine Angst da vor einem Crash, aber eine Renditeliegenschaft, die 1,5% rendiert, werden Sie nicht mehr zu diesem Preis einkaufen. Also dann erwarten Sie aber auch beim Wohneigentum jetzt nicht eine Krise, die vergleichbar wäre mit den 90er Jahren, die ja jedem Schweizer und Schweizerin wahrscheinlich noch in den Gliedern steckt. Nein, das erwarten wir nicht. Wieso erwarten wir das nicht? Weil wir unterscheiden zwischen Anlageobjekten und Eigenheimen und Eigentumswohnungen. Und das ist nicht das Gleiche. Also jeder träumt nach wie vor seinem Häuschen im Grünen. Es gibt diese Häuschen fast nicht mehr. Dann haben wir eine enorm starke Zuwanderung. Wir haben ein Wachstum in der Schweiz. Wir haben fast 60.000 bis 80.000 Personen, die netto in die Schweiz kommen. Das spricht ja für die Schweiz. Es ist besser, wenn sie kommen, als wenn sie gehen. Und für diese Personen brauchen wir alles Platz. Wir brauchen Wohnungen. Wir haben zu wenig gebaut, um diese Nachfrage abdecken zu können. Also von dem her, ich gehe nicht davon aus, dass wir im Bereich der Eigenheime eine massive Korrektur haben werden. Wenn Sie die 90er Jahre ansprechen, auch da hatten wir von 1990 Spar- und Leihkasse Thun, verschiedene Banken, die Konkurs gemacht haben oder fast Konkurs, haben wir nicht im Eigenheimbereich eine massive Korrektur gehabt. Wir haben etwa 10% verloren. Die meisten, die ein Haus besitzen, was machen sie? Wenn es teurer wird, dann wird weniger geheizt. Das sind dann 19 Grad und nicht mehr 21. Dann verkaufe ich ein Auto, dann gehe ich nicht mehr in die Ferien. Aber sie werden versuchen, ihr Haus zu halten, solange es geht. Also von dem her, selbst wenn sie unter Druck sind, werden sie nicht beginnen, ihr Haus sofort zu verkaufen. Aber wenn wir jetzt schauen, so die Konsensusprognosen für die Schweiz, da haben sich die Ökonomen, glaube ich, so ein bisschen drauf geeinigt. Die Schweiz wird eine Rezession vermeiden können.
Die Zinsen sind wieder etwas gefallen, aber im langfristigen Bereich, die Hypothekarzinsen auch. Warum muss es denn dann noch eine Korrektur überhaupt geben am Immobilienmarkt? Ja, also obwohl wir ja selber auch Prognosen machen, halte ich nicht wahnsinnig viel von den Konsensusprognosen. Wir haben ja gesehen, vor 2 Jahren noch haben wir gesagt, die Zinsen, die können nie, steigt gar nicht, nie, never, never und so. Das war wie Brexit gibt es nicht, Donald Trump gibt es nicht, steigende Zinsen gibt es nicht, Italien ist immer an der Fußball-WM dabei. Nein, sie waren nicht dabei und Donald Trump wurde Präsident und Brexit ist Realität. Jetzt haben wir plötzlich Zinsen, die sind fast 3-mal so hoch. Sie bezahlen jetzt 3% für eine 10-jährige Hypothek. Vor einem Jahr konnten sie noch abschließen zu 0,8, 0,7. Also das ist eine neue Welt. Und wenn wir jetzt sagen, es kommt schon gut auf Berndeutsch, dann sage ich, dann hat diese Prognose die gleiche Qualität wie die gleichen Prognosen, die sie gemacht haben vor einem Jahr, die eben völlig falsch waren. Es geht mir jetzt nicht darum, Angst zu machen. Im Gegenteil. Es geht darum, dass wir sehen, gibt es Risiken? Ja oder nein? Wie groß sind die? Und bin ich bereit, diese Risiken auch tragen zu können? Und das heißt für mich ganz konkret, wenn Ihr Businessmodell nur erfolgreich ist, weil Sie Geld gratis holen konnten und dann 3% verdienten und mit dem Delta haben Sie Ihr Businessmodell betrieben, dann wird das schwieriger. Also dann wird das schwieriger, weil plötzlich zahlen sie ja schon 3% für die Hypothek. Mhm. Und was jetzt viele machen, ist, sie flüchten sich im Parkplatz Saron, weil sie denken, dort passiert gar nichts. Das ist natürlich eine Illusion. Wir werden, denke ich, beim nächsten Zinsentscheid der SNB wieder eine Erhöhung haben. Die Erwartungen sind irgendwo 0,5. Also dann wird auch der Saron reagieren. Und dann werden wir uns anschauen und sagen, wäre es vielleicht nicht besser gewesen, trotzdem eine Fixhypothek abzuschließen. Würde sich das denn jetzt noch lohnen? Würden Sie jetzt empfehlen, vielleicht die Finger zu lassen vom Saron, dass ihr am Geldmarkt orientiert und doch lieber wieder eine Festhypothek abzuschließen? Also das hängt jetzt stark davon ab, wie liquide Sie sind. Wenn Sie genügend Liquidität haben, dann können Sie im Saron sein und dann sind Sie nicht gestresst. Auch wenn der dann plötzlich 2,2% ist und nicht mehr 1,8. Der Saron ist eigentlich nichts anderes als der Zins der SNB plus die Marge der Bank. Nehmen Sie so 80 Basispunkte, 1% dazu, sind Sie beim Saron. Und viele haben auch nicht realisiert, es gibt eben unterschiedliche Zinssätze. Man hat immer gesagt, Herr Professor, ja, da kann ich rufen, kann ich rufen. Erstens kann er rufen, das haben wir jetzt gesehen. Zum Glück haben sie das auch gemacht, um die Inflation abzubremsen. Und zweitens gibt es ja noch den Kapitalmarkt. Und wenn Sie Inflation haben von 3%, dann wollen Sie entschädigt werden. Und ich denke, die Fristenstruktur der Zinsen wird flacher. Also das heißt, die kurzfristigen Zinsen werden nach oben gehen. Und plötzlich sind wir dann relativ nahe an den langfristigen Zinsen, mit dem Unterschied, dass Sie bei den kurzfristigen Zinsen eben nicht abgesichert sind. Wenn Sie liquide sind, dann sagen Sie, so what, das kann ich bezahlen. Aber wenn Sie hohe Schulden haben und langfristig planen müssen, dann empfehle ich schon eine Fixhypothek. Also da wird es dann knapp, also da ist der Unterschied zwischen Saron und Festhypothek zu gering, um das absolut, Risiko es kann dann, es kann dann durchaus sein, dass Sie sagen werden, jetzt möchte ich wieder wechseln in die langen Fristen. Und wenn Sie das machen und zu viele das machen, die Bank muss dieses Risiko auch absichern. Das kostet auch und das könnte dann wieder zu einem leichten Anstieg führen. Jetzt, was man fairerweise auch sagen muss, wenn man zurückschaut in den letzten, sagen wir, 10 Jahre und immer am Tag, wo man entscheiden musste, fix oder Saro und 5 Jahre, 10 Jahre, da ist man an diesen Tagen in der Regel sehr gut gefahren mit dem Saron. Aber kurze Zeit später kann es dann eben anders sein. Alle, die noch eine Fixhypothek haben von 0,7%, und die gab es, die sind natürlich die Könige heute. Und der, der im Saron ist und jetzt 1,8% bezahlt, der wäre froh, er hätte damals abgeschlossen zu 0,7, möglichst 10 Jahre, obwohl der Saron damals ja auch tiefer war. Also es ist nicht nur die Frage im Stichtag, Saron gegen Fix, sondern ich muss mir überlegen, was passiert dann eben über die Zeit, kann ich das bezahlen? Vielleicht auch noch ein Hinweis, die meisten oder eigentlich alle müssen in der Lage sein, das zu bezahlen, weil sonst kriegen sie ja die Hypothek gar nicht. Wir rechnen ja mit 4-5%.
Das ist die Vorgabe auch an die Banken, ne? Die Tragbarkeitsrechnung. Ja. Wird das denn auch tatsächlich in der Schweiz strikt durchgezogen? Ja, also vielleicht mal, viele haben so ein Bild von, da gibt es die Banken und so, und da gibt es die Kunden und das sind die bösen Banker mit Krawatten. Ich bin ja der Letzte, der noch eine anhat. Eine Bank hat null Interesse, dass ihre Kunden Probleme kriegen. Null. Wenn sie Schwierigkeiten haben, wird am Schluss die Bank Eigentümer des Hauses, und ich kenne keinen Banker, der gerne Rasen mäht am Wochenende. Also das heißt, wir haben null Interesse als Bank, dass sie Liegenschaftseigentümer haben, die plötzlich nicht die Zinsen zahlen können, wo sie das Haus vielleicht sogar verkaufen müssten. Null Interesse. Also wenn eine Bank Ihnen sagt, Frau Walter, der Preis ist etwas hoch und wir können Ihnen das Geld nicht geben, dann hat das einen Grund. Das ist wie wenn Sie beim Metzger sind und der sagt, dieses Fleisch würde ich nicht nehmen. Dann lohnt es sich zuzuhören und nicht gleich zur nächsten Bank zu springen, um unbedingt diesen Kredit noch zu erhalten. Also diese Regeln mit der Tragbarkeit und Eigenmitteln, die haben einen starken Einfluss. Die Banken müssen sich daran halten. Wenn sie Ausnahmen machen wollen, dann können sie das, begründet. Das sind dann diese ominösen Exception to Policy, wo man immer wieder liest, es gibt ja fast mehr Exception als Policy. Dort muss man einfach auch darauf hinweisen, dass diese Regeln, die berücksichtigen viele Sachen eben nicht, ob der noch ein Depot hat in der Bank. Aber ich kenne keine Bank, die Interesse hat, Risiken einzugehen, die nicht kalkuliert sind. Ja, das wollen wir mal hoffen, dass hier alle Risiken schon einkalkuliert sind bei den Banken. Die wurden ja wahrscheinlich auch überrascht, wie alle anderen auch, von diesem deutlichen Zinsanstieg im letzten Jahr. Ja, was aber nicht schlecht ist für die Banken, wenn ich das so reinwerfen darf. Weil als Bank haben sie auf der einen Seite Hypotheken, die sie vergeben, und auf der anderen Seite haben sie beispielsweise Sparheft. Und sie nehmen das Geld vom Sparheft oder von der Pfandbriefzentrale oder von Pfandbriefbank und leihen das wieder aus den Leuten, die eben gerne ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen müssen. Wenn jetzt die Zinsen steigen sofort, also ab heute steigen die, wenn Herr Jordan nach oben geht, dann steigen die innerhalb einer Hundertstel Sekunde. Auf der Passivseite, die Sparheftzinsen, und ich will jetzt unseren Kunden nicht auf die Füße treten, die steigen dann meistens nicht gerade sofort. Da gibt es einen Time-Lag. Und je länger dieser Time-Lag natürlich dauert, umso interessanter ist es natürlich für die Bank, weil sie verdient an diesem Time-Lag. Also von dem her, steigende Zinsen per se ist für die Bankenwelt nicht Bad News. Es ist vielleicht Bad News für den Hypothekarnehmer, weil er mehr zahlen muss. Ja. Es ist Hoffnung für die Person, die ein Sparheft hat, weil es wird der Tag kommen, wo man dort dann nachziehen muss. Weil wenn die erste Bank nach oben geht, gehen alle Banken nach oben. Also von dem her, zahlen sofort mehr, profitieren etwas verzögert. Ja, so eine steilere Zinskurve ist dann kein schlechtes Geschäft für die Banken. Generell denke ich, es ist nicht ein schlechtes Geschäft. Und es ist auch wichtig, dass die Banken Mittel generieren können, weil sie versorgen ja nicht nur Häuslebauer oder Hausbauer, sondern auch KMUs, Firmen. Es braucht diese Institute. Und das ist auch ganz wichtig, das geht auch vergessen, wir reden hier von einem Massengeschäft. Also das heißt, die Margen sind dort 0,81%. Und wo ich ein Risiko sehe, ist, dass die Volumina, die gewachsen sind, die basieren stark auf den Wertsteigerungen der Immobilien. Und wenn wir jetzt in eine Rezession kommen würden, was ich nicht hoffe, dann steigen dann eben die Preise vielleicht nicht mehr so stark. Und wenn eine starke Zinssteigerung käme, auch an den kurzen Enden, dann gäbe es schon der eine oder andere, der gewisse Schwierigkeiten bekommen könnte. Ja, jetzt haben wir viel über die Eigentümer von Immobilien gesprochen und die Konditionen rund um den Hypothekarmarkt. Aber jetzt sind ja 60% der Schweizer sind Mieter. Mhm. Zu denen gehören Sie ja wahrscheinlich nicht, nehme ich mal an. Ich habe jetzt einen Seitenhieb verstanden. Ich war lange, denke ich, der einzige Mieter hier im Umfeld. Bis 48 war ich Mieter. Dann erst ab 48 habe ich dann ein Haus gekauft. Das ist so der typische Fall. Wenn Sie dann das Haus haben, sind die Kinder dann schon weg.
aber das ist eben das Leben. Also 60% der Schweizer sind Mieter und die schauen natürlich auf den sogenannten Referenzzinssatz. Das ist ja der durchschnittliche Satz aller Hypothekarforderungen und der wird mit größter Wahrscheinlichkeit dann im März nach oben gehen. Das wäre meine Frage gewesen. Das ist die Erwartung. Das hängt stark davon ab, wie viele Kunden ihre Hypothek erneuern müssen. Das hängt davon ab, weil viele haben ja einen bestehenden Vertrag. Dann hängt es stark davon ab, ob viele in den Saron gehen oder in die Fixhypotheken gehen. Aber nehmen wir mal an, der steigt im März. Dann muss ich als Mieter nicht gleich Panik haben, weil der Hauseigentümer kann rund 3% die Miete erhöhen. Er hat ja auch höhere Finanzierungskosten, unabhängig davon, wie er finanziert ist. Das ist die Idee hinten dran. Aber jetzt ist es einfach so, unsere Analysen zeigen, dass bei vielen Mietern im Mietvertrag, als die Zinsen gesenkt wurden, wurden diese Senkungen nicht immer eingefordert. Kenne ich, und, ja. Genau. Und das führt dann dazu, dass sie auch nicht Angst haben müssen, dass es eine Erhöhung gibt. Weil wenn es dann eine Erhöhung gäbe, können sie sagen, hör zu, bei mir ist der Referenzzinssatz immer noch auf dem alten Stand. Du müsstest zuerst anpassen. Also ich gehe davon aus, bei der Hälfte der Mieter wird es keine Mietzinssteigerung geben sofort, weil sie noch auf einem anderen Indexstand sind. Aber die Nebenkosten tun jetzt bereits schon weh. Das ist ein großer Einschnitt. Aber Sie haben vorhin gesagt, das kenne ich. Vielleicht einfach aus Hinweis. Das ist wie an Weihnachten. Sie müssen die Geschenke abholen. Also ich habe ein Herzvermieter, das ist kein Thema. Aber das ist nicht automatisch. Man muss einfordern. Sie müssen sagen, lieber Eigentümer, es ist dir sicher auch aufgefallen, dass der Referenzzinssatz sich verändert hat und dann werden Sie das auch erhalten. Und was wir auch sehen, ist, dass eigentlich, wenn wir das Glück der Mieter messen, wenn man das überhaupt messen kann, sehen wir, dass wir einen Mietfrieden haben. Wir haben sehr viele Leute, die natürlich profitiert haben, indem sie in Wohnungen sind, die heute viel teurer wären, als wenn sie die auf dem Markt suchen müssten. Und von dem her denke ich, der Mieter, wie der kolportiert wird in den Medien, ist nicht so unzufrieden, wie es jeweils vielleicht daherkommt, wenn da gewisse Fälle dann diskutiert werden. Also dann erfassen Sie auch die Stimmung unter den Mietern beim Jahr? Nein, was wir machen ist, wir werten die mehrere hunderttausend Mietverträge aus, wo wir sehen, ob angepasst wurde oder nicht. Wir vergleichen dann diese sogenannten Bestandesmieten auch mit dem, was Sie auf HomeGate, Scout, New Home auf den Plattformen sehen. Dort sehen wir eine enorme Differenz. Wenn Sie heute in Zürich eine Wohnung suchen wollen, dann viel Spaß beim Suchen. Dort ist der Markt natürlich ausgetrocknet, auch in den anderen Schweizer Zentren ist er ausgetrocknet. Er wird auch in der Agglomeration zunehmend ausgetrocknet sein, weil wir weniger bauen, weil das Bauen teurer ist, weil es jetzt Anlagealternativen gibt. Ich kann auch einen Pfandbrief kaufen. Also diese Situation wird sich verschärfen und es wird auch politisch, denke ich, viele Forderungen aus den Städten werden dann sicher übernommen werden, weil man einfach sieht, es ist zu schwierig zu bauen in den Zentren, sie haben dauernd Einsprachen, es gibt immer Diskussionen. Also die Nachfrage ist da und dort, wo wir sie wollen, können wir kaum bauen. Also von dem her wird es spannend bleiben und das sind auch stützende Faktoren vom Markt. Also wir werden dort nicht einen Crash haben bei dieser Nachfrage. Jetzt muss ich schon fragen, unabhängig davon, ob man nur Mieter ist, oder Eigenheimbesitzer, man möchte ja vielleicht trotzdem ein Exposure haben zum Immobilienmarkt. Und da sind auch die Aktien zum Beispiel von den entsprechenden Unternehmen im Verlauf des vergangenen Jahres stark zurückgekommen. Für unsere aktienaffinen Zuschauer, würden Sie denn jetzt die Aktien verkaufen oder würden Sie dem Motto folgen, nein, da muss man durch. Und, ja. Also vielleicht zum Immobilien-Exposure. Die meisten, 40% der Schweizer sind Immobilienbesitzer, 60% sind Mieter.
die 40%, die haben eigentlich schon genügend Exposure im Immobilienmarkt. Also wenn sie ein Einfamilienhaus haben oder eine Eigentumswohnung, dann denke ich, ist das eines ihrer größten Investments, die sie getätigt haben in ihrem Leben, von einem durchschnittlichen Einfamilienhausbesitzer. Ich spreche jetzt nicht von einem sehr vermögenden Anleger. Also der braucht an sich keine weiteren Immobilientitel, weil er hat das ja schon in seinem Garten jeden Tag vor dem Haus. Also er ist dort schon recht exponiert. Auch die Mieter haben ein Exposure im Immobilienbereich. Die Gelder der Pensionskasse sind ja zu 20-30%. Sie nehmen lieber eine Frage vorweg. Dort angelegt. Aber jetzt noch auf Ihre Frage zu kommen. Immobilienaktien und Immobilienfonds, das sind sinnvolle Anlageprodukte, wie es Tausende gibt auf der Welt. Also was will ich damit sagen? Wenn die Aktienmärkte crashen, dann gehen die Immobilien AGs stark korreliert mit in den Keller. Wir gehen zusammen in den Keller und wir gehen zusammen in die Attika-Wohnung. Das haben wir gesehen, auch historisch stark korreliert. Bei den Immobilienfonds ist es eher wie bei den Obligationen. Sie haben einen Coupon, einen Cashflow, der war lange Zeit sehr, sehr attraktiv. Es gab nichts, um sein Geld zu parkieren und wir hatten enorme Abschuss. Im Moment, wo die Zinsen gestiegen haben, was ist passiert? Kein Thema, sie kapitalisieren die 3% Cashflow mit einem höheren Zins, die Abschuss sind weggeschmolzen. Und das führt dazu, dass man sich überlegen kann, glaube ich an diesen Markt, glaube ich daran, dass diese hohe Nachfrage dazu führen wird, dass die Mieten auch wieder steigen werden. Und dann ist es eine Möglichkeit zu sagen, die Ajos haben korrigiert, ich platziere mein Geld, ein Teil natürlich, nicht 30% ihres Vermögens, in die bekannten Titel, sei es Fonds oder AGs. Das können sie problemlos machen, vor allem wenn die Ajos so stark korrigiert haben. Die sind ja von 40% etwa auf 10% hinweggeschmolzen, glaube ich. Absolut, aber noch einmal, die meisten privaten haben ein Riesenexposure, wenn sie Eigenheime haben. Und bei den Anlegern, der Vorteil der indirekten Anlage ist, sie können auch mit wenig Geld dort partizipieren. Sie können auch als Mieter sagen, ich kaufe jetzt noch einen Titel, börsenkotierten Titel. Ich habe nicht 2 Millionen für mein Haus, aber ich habe ein paar tausend Franken für einen Titel. Und das macht sicher Sinn, dass das diversifiziert ist, breit gestreut. Aber noch einmal, wenn es jetzt weiter in den Keller geht, dann gehen wir zusammen ein paar Stockwerke nach unten. Also muss man sich dann Sorgen machen um die Vorsorgegelder, weil da sind wir alle, hängen wir ja alle mit drin, über die Pensionskassen, die ja teilweise sich vollgestopft haben über die vergangenen rosigen Jahre mit Immobilien. Muss man sich da jetzt so Nein, Sorgen ich glaube machen? Nicht, dass wir uns Sorge machen müssen. Wir müssen vorsorgen und nicht sorgen. Das ist nicht das Gleiche. Wenn Sie aufstehen am Morgen und sagen, ich habe Angst, dann ist das kein guter Ratgeber. Wenn Sie sagen, kann ich eine Abwertung meiner Liegenschaften um 5%, bin ich dann immer noch mit einem Deckungsgrad unterwegs, der vernünftig ist? Oder als Versicherung bin ich dann immer noch solvent? Das ist kein Problem. Und wenn Sie jetzt beispielsweise die Versicherungen ansprechen, auch wenn die Immobilien leicht korrigieren, Sie haben ja eine Aktiv- und Passivseite in der Bilanz und Sie haben eine Zinssensitivität, eine Duration der Aktiven und Passiven. Also es kann da durchaus sein, dass die Immobilien an Wert verlieren, aber auf der Passivseite Ihre Schulden kapitalisiert auch weniger dramatisch sind und dass Sie netto sogar besser dastehen als vorher. Also von dem her ist nicht die Frage, sprechen wir nicht über Risiken, du bist ja böse, also wollen wir nicht. Nein. Sprechen wir über Risiken und überlegen wir uns, kann ich einen Zinsanstieg in meinem Businessmodell privat, als Versicherung, als Pensionskasse gut verkraften? Bin ich so solvent? Habe ich das kalkuliert? Und dann stehen Sie nicht nur auf, sondern gehen Sie auch ruhig schlafen. Ja, ich denke, die Risikoberechnung innerhalb der Banken und institutionellen Welt hat sich seit der globalen Finanzkrise, die ja ausgelöst wurde durch die Immobilienkrise in den USA, wahrscheinlich deutlich verbessert. Aber jetzt möchte ich noch so zur Branche kommen, die Bewertungen der Immobilien macht. Sie haben auch davon gesprochen, dass so eine gewisse Inzucht herrscht in diesem Bereich. Können Sie das ein bisschen erläutern? Ja, Inzucht ist vielleicht ein harter Begriff.
Ja, es gibt für mich wie drei Arten von Bewertungen. Es gibt, was die Börse macht. Und die Börse hat immer recht. Weil das sind die bezahlten Preise. Wenn die Börse sagt, diese Gesellschaft hat weniger Wert, that's it. Sie hat einfach weniger Wert, weil man zahlt weniger dafür. Sie hat dann vielleicht auch wieder mal mehr Wert. Also. Und wenn jemand jetzt sagt, haben wir im Crash erlebt, im Immobilienmarkt, dann sage ich an der Börse ja. Aber auch bei den Obligationen und bei den Aktien. Also in Mixed Portfolios war das der größte Crash seit gefühlt 100 Jahren. Also dort haben wir die Korrektur erlebt. Also soll mir niemand sagen, dass das kein Crash war. Ist das etwas Spezielles? Nein, es ist einfach die Börse. Die geht nach unten, die geht nach oben. Wenn die Zinsen unerwartet stark steigen, gibt es Korrekturen. Dann gibt es eine zweite Welt. Das sind die Bewertungen. Und das sind die Bewertungen der großen Gesellschaften, das sind die sogenannten Netto Asset Values. Und wenn man weiß, wie diese zustande kommen, dann sieht man, dass die geglättet sind. Also das heißt, die Preise, die bezahlten Preise und die Börse geht nach oben, die Netto Asset Value sind relativ träge, weil sie ein Jahr Cashflow kommt hinzu, ein Jahr Cashflow fällt weg, Discounted Cashflow Methode, das wird irgendwo Mitte Jahr definiert. Also das heißt eigentlich, diese Zahl Netto Asset Value ist für Risikomessung unbrauchbar. Das macht keinen Sinn, das ist einfach Bewertungspolitik. Die kann man rauchen, glaube ich, haben Sie ja, mir so schön ich gesagt. Ja, ich würde nicht sagen, dass wir sie rauchen können, wir brauchen sie. Das ist eine interessante Zahl, aber es ist nicht eine Zahl, die Sie für... Sie können keine Varianz damit rechnen, weil es bewegt sich auch nichts. Wenn es jedes Jahr einfach etwas nach oben geht, dann hat das nichts mit dem Immobilienmarkt direkt zu tun, sondern das hat mit der Bewertungslogik zu tun. Wenn ich das weiß, ist das nicht böse und ist auch nicht gut. Es ist einfach die Logik. Ich weiß, es gibt dann Archos, es kann auch Disarchos geben, das haben wir auch gesehen. Dass die Börse sagt, Freunde, also so viel Wert hat das Daily nicht, das haben wir auch gesehen. Also von dem her, diese Netto Asset Values, die sind recht stark geglättet. Und was schon ich kritisiere, ist, dass es oft auch die gleichen Firmen sind über Jahre, die das machen. Und man könnte sich auch fragen, müsste es nicht eine gewisse Rotation geben bei diesen Unternehmen? Jetzt kann man sagen, ja, das sehe ich natürlich, weil du auftragen willst. Nein, das sage ich unabhängig davon. Denke ich, könnte es für den Investor auch interessant sein, dass es eine gewisse Rotation gibt, weil dann haben sie auch eine andere Einschätzung und sie haben nicht immer die gleiche Einschätzung von den gleichen Akteuren, weil de facto haben sie dort einfach Software-Tools-Einstellungen, die sie da abbilden. Dann gibt es eine dritte Art der Bewertung, das ist das, was bezahlt wird. Und was wir jetzt hier gesehen haben, ist, weil viele institutionelle Quoten haben, man darf nur 30% in Immobilien investieren, kann man darf mehr, man muss es begründen und so, hat es auch zu vielen Transaktionen geführt, weil man Aktien korrigiert hat, weil man Obligationen korrigiert hat und jetzt plötzlich überproportional viel Immobilien hat. Und wenn wir unsere Kunden anschauen, dann haben die in der letzten Zeit, ich würde sagen zwischen 20% und 30% mehr Angebote auf dem Tisch, um Immobilien zu kaufen, als es noch vor kurzer Zeit war. Also es sind mehr Objekte auf dem Markt und das wird dann zu Preiskorrekturen führen. Ich erwarte dann vielleicht 5-10%. Ich erwarte nicht, dass es die Preise halbiert, weil die Leute sind da, die wollen wohnen, sondern wir haben einfach ein anderes Niveau. Sie sind nicht mehr bereit, den gleichen Preis zu zahlen, wenn sie Hypotheken vergeben können zu 3%. Wieso wollen sie dann ihr Geld parkieren zu 1,5? Also von dem her, wenn Sie die Bewertung ansprechen, es gibt die Börse. Das ist einfach die Börse, sie hat einfach recht per Definition, das sind die zahlten Preise an der Börse. Dann gibt es die Bewertungsindustrie, dort sind die Werte geglättet, die sind etwas träge und da spreche ich von Netto Asset Values, ich spreche nicht von hedonischen Bewertungen bei Banken, weil die werden dort angepasst. Und das muss ich wissen, da weiß ich, Achtung, die sind im Durchschnitt schon korrekt, aber es kann zu tief sein oder zu hoch sein, je nachdem, was der Markt macht. Und dann gibt es diesen illiquiden Markt. Und hier auch noch als Hinweis, an der Börse verkaufen Sie die ganze Börse pro Jahr einmal oder mehr. Im Schweizer Immobilienmarkt von 100 Gebäuden verkaufen Sie 2 pro Jahr. Also wenn Sie jetzt die Bahnhofstrasse runterlaufen und Sie beginnen bei Bahnhofstrasse 1 im Januar und Sie enden bei Bahnhofstrasse 100, wenn es dieses Haus gäbe, und Sie schauen zurück, dann wurden 2 Häuschen verkauft. Basierend auf diesen 2
beurteilen wir die ganzen 98, die nicht gehandelt wurden. Also Achtung, wenn der Markt korrigieren sollte, der ist illiquide. Also ist da nicht so, dass wir sagen können, das spielt keine Rolle, ob jemand 100 Liegenschaften verkauft. Wenn jemand 100 Liegenschaften verkaufen würde, in Zürich müsste, dann hätten wir eine Immobilienkrise. Jetzt kann ich sagen, muss ich Angst haben? Nein, ich muss es einfach wissen. Es ist immobil, es ist illiquid, der Cashflow ist stabil, aber die Werte, die können nach oben und nach unten gehen. Und solange ich solvent bin und nicht Schulden habe bis unter das Dach, so what, dann korrigiert das halt ein wenig. Also diese Bewertungsbranche, die, das sind ja einige große Player im Markt, die eigentlich Interessenskonflikte haben sollten. Die haben verschiedene Mandate, und werden die beaufsichtigt? Es gibt Akkreditierungen bei der FINMA, bei Fonds, die sich akkreditieren müssen. Da müssen sie Berufserfahrung nachweisen. Das gibt es dort, diese Vorschriften. Aber es gibt Interessenskonflikte, über die wir auch sprechen sollten. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn Sie entschädigt werden nach Assets under Management. So. Und Sie geben mir jetzt einen Anreiz. Ja, Sie sagen mir, ich werde entschädigt nach Anzahl Zuschauer und Klicks. Dann erwarten Sie von mir, dass ich hier Rudi Carrell mache, weil Sie haben dann mehr Klicks. Also, das ist ein Dilemma, das wir haben. Das ist nicht böse, aber das ist ein Problem. Das führt dazu, dass Sie tendenziell eine Tendenz haben, eher höher zu bewerten, auch in der Akquisition bisher, ich sage jetzt nicht in der aktuellen Situation, wenn Sie gesagt haben, kauf eine Liegenschaft für mich und dann habe ich es bewertet für Sie und ich sage 5 Millionen. Und dann sagen Sie, es hat nicht gereicht, weil das Haus wurde verkauft für 7. Das nächste Mal werde ich wieder bewerten und denke, das Haus hat 10 Millionen wert. Dann sagen Sie, es hat nicht gereicht, es wurde verkauft für 13. Also wenn ich 2-3 Mal zu tief bin, dann werden Sie mir sagen, hör zu, wieso zahle ich dich, such mir jemand, der eben den Markt trifft. Also das heißt für mich als Bewerter, das Liegenschaft, die ich da bewerten muss, ich denke 15 Millionen, bewerte ich die jetzt auf 17, dann werden Sie glücklich und Sie werden mir sagen, super, immer gut gemacht und das kommt ins Portfolio rein. Ist das böse? Nein, das sind einfach Themen, über die wir sprechen sollten. Wenn ich mein Auto prüfe, und ich bringe es nach Bülach oder irgendwo. Und der Experte sagt mir dann, es geht um Million. Nein, nein, da müssen Sie etwas machen. Dann kann ich nicht den Experten auswechseln. Dann geht es um etwas machen. Und im Immobilienbereich, denke ich, sollten wir über solche Themen sprechen dürfen, ohne dass das gleich heißt, oh, was, du willst uns das Geschäft verderben. Nein, ich will nicht das Geschäft verderben. Ich will, dass die Gelder der Investoren gut angelegt sind, dass wenn ich etwas kaufe, ich weiß, diese Werte stimmen und ich kann es auch wieder verkaufen. Transparenz, das ist das A und O für die Glaubwürdigkeit dieser Branche. Und dort hat die Branche schon viel gemacht und wird auch noch viel machen. Aber das Anreizsystem ist suboptimal. Aber wir haben das nicht nur in diesem Bereich. Wir haben, solange ich das weiß, wir haben ja in vielen Bereichen solche Konflikte, die man auch managen kann. Die Aufsicht kennt die auch. Es gibt eben Akkreditierungen, wo sie das Fachwissen nachweisen müssen. Aber es gibt einen gewissen Bias nach oben. Da bin ich überzeugt, nach 30 Jahren, dass ich das so sagen darf. Mhm. Und das ist nicht unbedingt das Gute. Auch im Bankbereich. Wenn ich jetzt eine Bank bin und Sie kommen zu mir, Sie wollen ein Haus kaufen, dann bewerte ich das. Dann gilt das Niederstwertprinzip. Sie haben ein Haus für 1 Million irgendwo gefunden im hinteren Tösttal und ich bewerte das für 1,2 Millionen als Bank, das ist kein Problem, Sie kriegen 80% von der 1 Million, ich muss den tieferen Wert nehmen. Wenn ich aber das Haus dort hinten oder dort vorne, je nachdem wo man ist, auf 800.000 bewerte, dann kriegen Sie eben nur 80% von 800.000, dann werden Sie das Haus nicht kaufen können. Was machen dann viele? Dann suchen Sie sich eine Bank, die ein Bewertungssystem hat, das eben etwas sportlicher bewertet. Und das ist eigentlich, das hilft Ihnen eigentlich nichts, weil angenommen, und das wünsche ich Ihnen nicht oder mir, es kommt eine Scheidung, was ein Hauptrisiko ist. Gar nicht feiern. Ja, da sind wir alle immun, hoffentlich, dagegen. Das wünsche ich jedem, dass es nicht passiert. Dann spielt es dann plötzlich eine Rolle, was ist der wahre Wert dieses Gebäudes? Und dann bringt es mir dann nicht, dass ich Schulden habe, die ich nicht zurückzahlen kann. Also wir haben 1.100
50 Milliarden Hypothekarschulden. Das ist enorm. Wir haben auch die Assets, keine Frage. Wir haben die Sicherheiten, keine Frage. Aber wir müssen so aufgesetzt sein, dass wenn es regnet, wir einen Schirm haben. Es ist wie wenn Sie eine Bergtour machen. Dann nehmen Sie einfach einen Schirm mit oder einen Regenmantel mit. Nicht, weil Sie hoffen, dass es regnet, sonst würden Sie ja das nie machen. Ich gehe nicht davon aus und wünsche einen Crash. Ich sage einfach, in einer Crash-Situation, die es geben kann, die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu groß, ist es wichtig, dass Sie genügend Eigenmittel haben, dass Sie immer amortisiert haben. Sie müssen ja auf 65% amortisieren. Und das macht durchaus Sinn. Das ist in Ihrem eigenen Interesse. Also sind gewisse Sicherheitsvorkehrungen auf jeden Fall immer sinnvoll? Ja, also nicht nur dort, auch bei den Nebenkosten. Überall, ja. Also wenn Sie ein großes Haus haben, ich bin in einem großen Haus und jetzt kostet das Öl das Doppelte. Wenn ich nicht damit gerechnet habe und plötzlich Schwierigkeiten hätte, wäre das einfach nicht weise. Also Vorsorgen ja, Sorgen nein. Dann möchte ich jetzt zum Abschluss von Ihnen trotzdem noch einen Tipp haben. Und zwar, wo sehen Sie denn die 10-jährige Festhypothek am Ende des Jahres? Die sind ja jetzt wieder günstiger zu bekommen, etwa ab 2,4, vielleicht sogar mit viel Glück ab 2,3. Was denken Sie? Was ist da plausibel? Also wir wissen es nicht. Alles andere wäre anmaßend. Ich habe vor 2 Tagen habe ich OpenAI gefragt, Chatbox. Liebe OpenAI-Freunde in Amerika, was macht der Immobilienmarkt nächstes Jahr? Weil alle sprechen von künstlicher Intelligenz. Wir haben ja selber eine Statistikfirma, die das macht. Und er hat dann gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann nichts sagen zur Zukunft. Und das fand ich sensationell. Weil die meisten im Immobilienbereich, die sind nicht so intelligent wie OpenAI. Die sagen ihnen, was morgen ist, das wissen wir nicht. Wenn sie mich fragen, was erwartest du? Dann denke ich, dass die Inflation, hoffen wir, nicht mehr so stark steigen wird, dass wir die etwas unter Kontrolle kriegen, das hoffen wir. Das würde dazu führen, dass die langfristigen Zinssätze nicht mehr so stark steigen sollten. So, ich sage es mal so, ich gehe eher von einer flachen Struktur aus, also höheren Saronsatz und langfristigen Zinsen vielleicht von 3-3,5%. Aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass wir voll in eine Rezession reinlaufen, weil viele Preiserhöhungen, die werden erst noch kommen. Wenn Sie im Ausland schauen, gibt es jetzt schon wieder Handwerker, je nachdem, welchen Handwerker Sie suchen, ob Sie den Gärtner suchen, der am Schluss kommt, oder andere Handwerker, die schon wieder Aufträge suchen. Also wenn wir jetzt in eine Krise laufen würden, dann sieht die Situation natürlich anders aus. Aber aktuell denke ich nicht, dass wir bei 2% sein werden, sondern eher bei 3,5%. Und dass wir auf der kurzen Seite etwas 75 Basispunkte höher sein werden als heute. Das wäre dann Saron 2,5. Schritte, so ja, genau. Von der SMB. Also SMB 0,5, das ist, wenn Sie die Spot-Sätze anschauen, dann erwartet man eine Erhöhung von 50 Basispunkten, dann eine zweite von 25 Basispunkten und eine dritte von 10 Basispunkten. Aber ich habe auch erwartet, dass Italien in Katar dabei ist. Das hätte ich nicht unbedingt gesagt. Okay, prima, sehr weise Worte zum Schluss. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Scornamiglio. Alles Gute, viel Erfolg. Sehr unterhaltsam, danke. Auch für mich natürlich. Und jetzt sind wir bereits am Ende des Börsencocktails angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen hoch. Natürlich lassen Sie uns auch wissen, was verbesserungsfähig wäre. Danke und bis zum nächsten Mal.